Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Göttinger Ortsteil Nikolausberg. Ein Bus der Göttinger Verkehrsbetriebe ist am frühen Donnerstagmorgen in Flammen aufgegangen. Der Bus der Linie 5 war auf dem Weg zu seiner ersten Tour noch ohne Fahrgäste, als der 51-jährige Fahrer auf der Fahrt Qualm am Heck festgestellt hat. An der Endhaltestelle auf der Lied stoppte er den Gelenkbus. Eine kleine Flamme war im Motorraum zu sehen. Sofort holte der Busfahrer den Feuerlöscher von vorne und eilte wieder nach hinten, wo sich die Flammen rasant schnell ausgebreitet hatten. Löscherfolge konnten mit dem Feuerlöscher nicht mehr erzielt werden. Als die ersten Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, brannte der Linienbus im kompletten hinteren Bereich bereits lichterloh, sagte Frank Loth, Pressesprecher der Berufsfeuerwehr Göttingen. Mit insgesamt 3 Rohren gingen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Feuerwache Klinikum und der Ortsfeuerwehr Nikolausberg gegen das Feuer vor. Rund 20 Feuerwehrleute waren vor Ort.